Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gavino von Gamers.de und ich werde euch in unserem Horror-Special durch die Welt des Schreckens begleiten. Wir werfen nun gemeinsam einen Blick auf das Horror- bzw. Survival-Horror-Genre. Da ich selbst ein großer Fan solcher Games bin, werde ich euch durch einige Genre-Vertreter begleiten, Titel, die man kennen sollte und die meiner Meinung nach zu den Gründern des Genres gehören. Den Anfang macht ein Franchise, dessen Name bestimmt jeder schon einmal gehört hat. Die Rede ist von Alone in the Dark. Der erste Teil erschien im Jahre 1992 für den PC. Eigentlich gehört Alone in the Dark in das Genre der Action-Adventures, doch es zählt zusätzlich auch zu den Begründern des Survival-Horror-Genres. Daher ist es ein wichtiger Franchise, den man nicht vergessen sollte. Doch kommen wir zum Spiel. Ihr übernimmt die Rolle von Edward Carnby, einem Privatdetektiv, oder Emily Hartwood, der Nichte des verstorbenen Künstlers Jeremy Hartwood. Dieser erhängte sich 1923 in seinem Herrenhaus. Als Spieler untersucht man den Selbstmord, sowie das Herrenhaus und beginnt auf dem Dachboden, wo sich Jeremy erhängte. Nachdem man das Herrenhaus betrat, ist man plötzlich gefangen, da sich die Türen auf mysteriöse Weise verriegelt haben. So versucht man gleichzeitig aus dem Herrenhaus zu entkommen. Doch natürlich ist man nicht allein. Während man das Herrenhaus erforscht, lauern einem Zombies, Riesenratten und weitere übernatürliche Wesen auf. Es stehen einem verschiedene Waffen zur Verfügung, mit denen man sich wehren kann. Zusätzlich gab es im Herrenhaus auch viele Rätsel zu lösen. Alone in the Dark war das erste Spiel, welches die Drittpersonenansicht mit fest positionierten Kameraperspektiven verwendete. Die gleiche Art der Ansicht und Steuerung wurde auch im ersten Teil der Resident Evil-Reihe genutzt. In den folgenden Jahren erschienen noch viele weitere Titel der Alone in the Dark-Reihe. Während Alone in the Dark lediglich in Europa und den USA erschienen ist, kommen wir nun zu einem wichtigen Genre-Vertreter, der nur im Land der aufgehenden Sonne das Licht erblickte. Die Rede ist von Clock Tower, einem 2D-Adventure-Game. Es erschien 1995 für den PC, Super Nintendo und die PlayStation, doch nur in Japan. Jetzt werden sich vielleicht einige von euch die Frage stellen, wieso der Titel nur in Japan erschienen sein soll, da es hierzulande ein gleichnamiges Spiel für die PlayStation gab. Der Grund ist ganz einfach. Zwar trug das hierzulande erschienene Spiel den Namen Clock Tower, doch in Wirklichkeit handelte es sich hierbei um die Fortsetzung Clock Tower 2. Im Spiel übernimmt ihr die Rolle von Jennifer Simpson, die mit ihren Freundinnen auf dem Weg zur Villa der Familie Barrows ist. Die Villa soll ihr neues Zuhause werden, da sie bis zu diesem Zeitpunkt in einem Waisenhaus lebten, bis Mary Barrows sie adoptierte. In der Villa angekommen, will Mary ihren Mann Simon suchen, jedoch verschwindet sie spurlos. Wir als Spieler machen uns natürlich sofort auf die Suche, doch ehe wir uns versehen, sind auch alle anderen Personen spurlos verschwunden. Das Spiel nutzt eine Point-and-Click-Steuerung. So besitzen wir einen Cursor, mit dem wir die Räumlichkeiten der Villa untersuchen. Sobald es ein Objekt gibt, mit dem wir interagieren können, verändert sich der Cursor. Doch wer nun glaubt, wir wandern in aller Ruhe durch die Villa, der hat sich geirrt. Kurze Zeit nach dem Verschwinden der Freundin und Mary machen wir Bekanntschaft mit ihm, Bobby. Bobby wird uns das ganze Spiel über durch die Villa verfolgen und jagen. Wehren können wir uns nicht, somit bleibt uns nur das Rennen und Verstecken. Hier kommt für mich ein wichtiger Aspekt ins Spiel. In einem Survival-Horror-Game kämpft man ums Überleben. Der Effekt ist jedoch noch viel größer, wenn der eigene Charakter komplett hilflos und die Bedrohung unbesiegbar ist. So hofft man in Clock Tower ständig darauf, dass Bobby nicht auftaucht, da dies meistens als Dead End ausgehen wird. Es gibt viele Orte, an denen wir uns verstecken oder vor Bobby fliehen können. Aber es gibt genauso viele Orte, an denen Bobby plötzlich auftauchen kann. Doch Bobby ist nicht die einzige Bedrohung, die auf uns lauert. In der gesamten Villa gibt es viele Geschehnisse, die einen umbringen können. Selbst die simple Interaktion mit einem Spiegel kann uns töten.
Zum größten Teil ist das Spiel dem Zufall überlassen. Der Spielablauf ist jedes Mal anders und wird auch durch viele Handlungen von einem selbst beeinflusst. Man hört zum Beispiel einen Schrei. Sieht man aus dem Fenster, wird man Zeuge eines Geschehens, welches den Ablauf verändert. Geht man einfach weiter, hat dies keine Auswirkung. Noch dazu hat das Spiel insgesamt 9 verschiedene Enden. Wie es ausgeht, entscheiden natürlich wir selbst. Abgesehen von vielen Flüchten, Verstecken und ums Überleben kämpfen, müsst ihr die Villa untersuchen, Objekte und Schlüssel finden und versuchen, diesem Albtraum zu entkommen. Wer Clock Tower noch nicht kennt, sollte es auf jeden Fall mal spielen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Auch wenn es auf Japanisch ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Doch machen wir nun einen weiteren Sprung und kommen zur PlayStation. Am 22. März 1996, ein Jahr nach dem Release von Clock Tower, erschien in Japan Shinji Mikamis Biohazard. Kurz darauf, am 1. August, erschien es unter dem Namen Resident Evil auch in Europa. Resident Evil war seinerzeit eines der wichtigsten Survival-Horror-Games. Es zählte zu den erfolgreichsten Titeln der PlayStation-Ära, doch das ist noch nicht alles. Es löste eine Lawine an Survival-Horror-Games aus, wie zum Beispiel Silent Hill oder Parasite Eve, doch mehr dazu später. Resident Evil nutzte wie bereits Alone in the Dark zuvor feste Kameraperspektiven an festen Positionen und die sogenannte Panzersteuerung der Charaktere. Die Geschichte handelte vom Stars Alpha Team, welches in die Raccoon Forest entsandt wurde, um nach dem Bravo Team zu suchen, der ein Helikopter dort abstürzte. Als das Alpha-Team ankommt, werden sie von Zombie-Hunden angegriffen und flüchten in ein nahegelegenes Herrenhaus, der Spencer-Villa. Im Herrenhaus lauern zahlreiche Zombies und weitere durch den T-Virus mutierte Gegner auf euch, gegen die ihr euch mit verschiedenen Waffen wehren müsst. Munition und die berühmten grünen Kräuter, um euch zu heilen, fand man eher selten. So musste man regelrecht ums Überleben kämpfen. Das Spiel startete auch nach der Anfangssequenz mit dem Satz: Willkommen im Überlebenshorror, welcher das Survival-Horror-Genre deutlich machte. Doch im Vergleich zu anderen Survival-Horror-Titeln konnte man sich hier noch relativ gut wehren, anders als bei Clock Tower oder späteren Titeln wie Project Zero oder Haunting Ground, bei denen man recht hilflos ist. Capcom läutete mit Resident Evil das Zeitalter der Survival-Horror-Games ein. So kam kurz darauf von Squaresoft eine neue Videospielreihe namens Parasite Eve. Beim ersten Teil handelte es sich um ein Action-RPG mit vielen Horrorelementen, weswegen das Spiel auch gerne dem Survival-Horror-Genre zugeordnet wird. Ihr übernimmt die Rolle von Aya Priya, die als Polizistin in New York tätig ist. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Opernsängerin Melissa Pierce, welche während ihrer Oper zu einem anderen Wesen mutiert, das sich selbst als Eve bezeichnet. Sie besitzt übernatürliche Fähigkeiten und lässt ohne Probleme alle Zuschauer der Oper in Flammen aufgehen. Seltsamerweise scheint dies bei unserer Hauptfigur Aya nicht zu funktionieren, die sich auch unter den Zuschauern befindet. Das Spiel war für damalige Verhältnisse sehr hochwertig und glänzte mit beeindruckenden Full-Motion-Videosequenzen. Die Steuerung war wie in Resident Evil, jedoch unterschied es sich deutlich davon, wenn es zu einem Kampf kam. Die Kämpfe waren eher mit Final Fantasy zu vergleichen, da es viele Rollenspielelemente enthielt. Man konnte nicht zu jeder Zeit feuern, sondern musste warten, bis sich die Zeitleiste gefüllt hatte. Das gesamte Spiel endete sehr einem Rollenspiel. Es gab für Kämpfe Erfahrungspunkte und bei einem Angriff wurden Hitpoints angezeigt. Ebenso das Auftauchen der Gegner, was den Zufallskämpfen aus Final Fantasy ähnelte. Mit dem zweiten Teil der Parasite Eve-Reihe ging Squaresoft jedoch mehr in Richtung eines Survival-Horror-Games, so entfernten sie viele Rollenspielelemente. Doch trotzdem hatte das Spiel weiterhin seinen eigenen Touch. Konami veröffentlichte am 1. August 1999 mit Silent Hill den ersten Ableger ihrer großen Videospielreihe. Auch Silent Hill war ein typisches Survival-Horror-Game und spielte sich ähnlich wie Resident Evil, hatte jedoch einen komplett eigenen Stil, um die Spieler in Angst und Schrecken zu versetzen. Hier übernimmt die Rolle des Schriftstellers Harry Mason, der seine verschwundene Tochter Cheryl sucht, die nach einem Unfall vor der Kleinstadt Silent Hill spurlos verschwunden ist. Während ihr den Spuren und Hinweisen folgt, wird relativ schnell klar, dass irgendwas in Silent Hill nicht stimmt. Neben einer fast menschenleeren Stadt und dichtem Nebel tauchen ungewöhnliche Gestalten auf.
die euch an den Kragen wollen. Wichtig zu erwähnen ist das Design der Gegner und Umgebung. Silent Hill setzte schon immer auf Surreales und Verstörtes. So war zum Beispiel das Gegnerdesign abschreckend und seltsam. Ebenso wie die Umgebung. Zumindest dann, wenn sich die komplette Welt um euch herum verändert. Wie auch bei anderen Vertretern des Survival-Horror-Genres, dürfen auch bei Silent Hill die Rätsel nicht fehlen und da waren einige harte Nüsse dabei. Noch dazu lohnt sich das mehrmalige Durchspielen, da auch Silent Hill verschiedene Enden besaß. Den Ausgang konnte man durch die eigenen Handlungen an bestimmten Stellen im Spiel beeinflussen. Doch nun sind wir leider schon am Ende unseres Horror-Specials angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich durch die Welt und den Anfang des Survival-Horror-Genres zu begleiten. Falls es das tat, werde ich gerne an einer Fortsetzung unseres Horror-Specials arbeiten und in die PlayStation 2-Ära bis zur aktuellen Generation springen. Ich bin Gavino von Gamers.de, dies war mein Horror-Special und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Besucht uns auf Gamers.de oder auf unseren verschiedenen Channels, deren Links ihr in der Beschreibung findet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal!